Ja. Wenn man sich anschaut, so heutige Urvölker, dann ist ja auch so anders. So dass ich immer so trotzdem. Würde man aus dem Text ja vermuten, dass es vorher alles chaotisch war. Ist ja nicht der Fall. Aber chaotisch war erst durch die Gesetzgebung. Es muss gesagt werden, er polemisierte schon von Anfang an, wirklich, wenn den Inzipit nimmt, gegen Justinianus, gegen das römische Recht, römisch-longobardische Recht. Das heißt, er ist eine Art Attacke, denn wirklich, wer hätte sogar in Italien gewagt, gegen die römische Tradition zu sprechen? Das heißt, das ist umso mehr bedeutsamer, als wenn man denkt, dass eben Staatsbürger der Donaumonarchie, aber sowieso immerhin verbunden mit dieser Tradition, gegen das römische Recht spricht. Das ist wirklich etwas skandalös, unerhört, undenkbar. Aber er sagt, ein Korpus von Barbaren, welche nichts zu tun haben mit unserer Gesellschaft, wollen wir das wissen, dass sie besser das Strafgesetzbuch, die Strafen, die Werte besser kennen würden als wir jetzt. Warum? Wir sind jetzt die Vorgeschrittenen und die waren diejenigen, die rückwärts geschritten waren. Die Römer, das heißt, was eben, ich glaube, ich muss sagen, das heißt, auch jetzt in den Jurisprudenzfakultäten von Italien, wie ist das Corpus Juris Civilis von Justinianus, das ist eine gewalttätige Attacke gegen die römische Tradition. Wirklich undenkbar, undenkbar. Auch jetzt, ich glaube, wenn man mit diesem Text geht und sagt, nicht wäre es, sagt, wie erlaubt er der Person so zu sprechen über Justinianus? Dann sagt er, es war Cesare Beccari, und dann sagt er, ja, wir wussten das nicht. Aber ich kann mir vorstellen, es wäre Spaß, es wäre amüsierend. Wiedersehen, danke, wiedersehen. Berlusconi hat gesagt, dass er immer mit einem Porträt von Justinianus auf dem Schreibtisch steht. Wirklich, es ist ein Interview. Er schreibt immer. Er hat wirklich gesagt, vor einigen Jahren. Ja. Dass er immer hat das... Der Name klingt so nach Gerechtigkeit. Ja. Genau. Ja, ich danke Ihnen für das. Bitte, okay. Danke Ihnen. Soll Ihnen noch weiteres schreiben? Guicciardini, Francesco Guicciardini. Guicciardini, es ist schwierig. Ja, Guicciardini. Guicciardini, es ist schwierig auszusprechen. Ja. Guicciardini. Ja, es ist mit Zungenbrecher. Guicciardini, ja, Ui. Ja. Guicciardini. Ja, es ist der Freund, aber der Feind von Machiavelli. Danke. Wiedersehen, danke. Eine kleine Frage zur Sicherheit. Der gute Mann hat praktisch als 8-Jähriger schon gelehrt. Wie? Also der gute Mann da, der Karre, hat praktisch als 8-Jähriger schon gelehrt. Ja. Jesuiten. Ja. Das hat wahrscheinlich seinem Vater zu verdanken. Genau. Weil diese harte Schule kenne ich. Ja. Also sozusagen jetzt sei auch so eine Person. Mhm. Wenn die Person das durchsteht, dann wächst sie unheimlich. Mhm. Ich wäre draufgegangen, ja. Also ich hätte es nicht geschafft, aber bekannter von mir, der ist nämlich so, verstehe, ja, einen harten Vater gehabt. Ja. Aber der wird jetzt mit allem fertig. Mhm. Ja, Meister, ja. Verstehe, ja. Ja, und der dürfte sich wirklich da in Mathematik und Sprachen hochbegabt gewesen sein und hat wahrscheinlich als Adeliger da eben als junger Mann da schon die Einführung gekriegt. Ja. Ja. Er hat den Alfred Adler
da wäre ich mir nicht da an. Das andere ist praktisch schon Montag. Ja. Ja, ich werde auch ein bisschen von es kommt natürlich darauf an, ob ich die Zeit haben werde, aber vom Milieu von Rotem Wien. Denn Alfred Adler ist auch eng verbunden, war auch Lehrer an Volkshochschulen und auch hat als Menschenbild ein sehr, sehr positives Bild von den Menschen, was eben auch sozusagen das Rote Wien trotz aller Schwierigkeiten kennzeichnete. Das heißt, dass man wirklich eine gute Gesellschaft erstellen kann mit Gerechtigkeit, von der Wohnung an. Er ist auch in diesem Milieu zu lesen bezüglich seiner Interpretation der Menschheit. Er ist sehr positiv in seiner Interpretation. Wenn man sich wiederum, also von der einzelnen Person weggeht und auf die Praxis, zum Beispiel die Republikaner jetzt, die haben jetzt ihre Macht eingesetzt, um diese ganzen kurzen Mannschichten da auszuzögern. Ja, ja. Und die behaupten ja praktisch religiös zu sein. Ja, natürlich, ja, ja. Pseudo-religiös, ja. Ja. Also das ist, man muss unterscheiden. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Ja, es ist wahr. Wahr, ohne Zweifel. Weil das sehe ich nur viel eher ein, diese Geschichten dort, die da in Afghanistan und Pakistan passieren. Ja. Das versehe ich nur viel eher ein, ja. Ja. Ja, ja, ohne Zweifel. Wiedersehen, danke. Bitte?